Mayday, Mayday, hier ist die USS Allegheny. Wir fordern Hilfe von allen Föderationsschiffen in diesem Bereich. Bitte kommen! Wir haben auf allen Decks schwere Schäden erlitten. Die Energie ist vorübergehend wiederhergestellt, aber ich weiß nicht für wie lange. Wir haben große Crewverluste zu verzeichnen. Mayday, Mayday! Computerlogbuch Captain Picard, Sternzeit 54664,7. Wir sind auf dem Weg zu System J356, nachdem wir ein Notrufsignal der 3. Föderationsflotte unter dem Befehl von Captain Namura erhalten haben. Die 3. Flotte war auf der Suche nach der Angriffsbasis der Borg und war soeben in J356 fündig geworden. Namura bereitete gerade einen Angriff auf die Borg vor, als er selber von vielen Schiffen unbekannten Ursprungs attackiert wurde. Die Sternenflotte rechnet mit dem Schlimmsten und hat die Enterprise entsandt, um der 3. Flotte unsere Unterstützung zu gewähren. Ich hoffe nur, dass wir rechtzeitig eintreffen. Jo, moin, Leif, Lüt und heute liebe Landratten und Rättchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Armada 2 Mission Die Kavallerie. Wir haben einen Notruf von der USS Allegheny erhalten, dem Flaggschiff der 3. Flotte der Föderation. Die Enterprise wurde zur Unterstützung entsandt. Ziele setzen sie die USS Allegheny mit einem Reparaturschiff in Stand. Die Allegheny darf nicht zerstört werden, die Enterprise darf nicht zerstört werden. Hinweis: Reparaturschiffe sind gegenüber feindlichen Schiffen Angriffen verwundbar. Lassen Sie sie eskortieren, damit sie nicht zerstört werden. Okay. So, fangen wir mal mit dem üblichen Basenbau erstmal an. Bestätigt, Sternenflotte. Ein paar Delizium. Raffinerien. Fordere zusätzliches Personal an. So, die Allegheny ist ganz links. Die Karte sieht relativ groß aus, wenn ich das Bereich der Aufdeckung hier mal so einschätze. Stationsbau begonnen. Wahrscheinlich so. Wir sind die Borg. Senken Sie Ihre Schilde und ergeben Sie sich. Wir werden Ihre biologischen und technologischen Charakteristika in unseren hinzufügen. Ihre Kultur wird sich anpassen und uns dienen. Widerstand ist zwecklos. Jo. So viel dazu. Ja. Also meine Vermutung ist halt, dass wir nicht auf direkten Wege nach links rüber fliegen können, sondern wahrscheinlich hier irgendwie über uns durch die Karte schlingeln werden müssen. Sprechen wir es jetzt sinnfrei, da einfach die 4 Schiffe, die wir haben, mit dem Robotur Master hier rüber zu schicken. Bauen wir erstmal eine Flotte auf. So. Raffinerie ist gleich fertig, sehr schön. Hier haben wir, ja, ein Drittel jetzt. Okay. Auf Gefechtsstation! Borg scheint uns gerne auszuspionieren. So, dann machen wir gleich erstmal einen zweiten Frachter, sobald die Raffinerie fertig ist. Stationsbau abgeschlossen. Was denn bestätigt wäre? So, dann haben wir bitte Metall. Dann haben bestätigt, wir zwei Sternenflotte. Grundressourcen der Föderation schon mal abgesichert. 800, okay. Stationsbau begonnen. Schiffsbau abgeschlossen. Alles klar. Schaffen mehr Platz im Frachtraum. So, danach würde ich sagen, gehen wir dann auf Werft- und Forschungsstation. Kurs wird geändert. Zwei Intrepid-Klasse Voyager-Schiffe hier. Verstanden. Verstanden. Mal so ein bisschen aufdecken. Verstanden. Auf Gefechtsstation. Okay. Bestätigt, Sternenflotte. Der hin? Nirgendwo hin. Kurs sehr wird schön geändert. Warp scheint hier wieder zu funktionieren, im Gegensatz zur vorherigen Karte, wo der Warp-Antrieb ja deaktiviert wird. Das ist auch immer gut zu wissen. Kurs wird geändert. So, was sehen wir hier? Wir sehen hier nothing. Das heißt, machen Sie einen Logbucheintrag. Hier könnten wir die Werften hinsetzen. Machen Sie einen Logbucheintrag. Damit die neu gebauten Schiffe auch easy rein. Bestätigt, Sternenflotte. Machen Sie einen Logbucheintrag. Ja, okay. Nicht in den gelben Nebel, wenn möglich. Kommen wir gut dran vorbei, das ist gut.
Kurs wird geändert. Na. Richtung wird gewechselt. Ist gut dran vorbeigeflogen, dann macht den Rest auch noch bitte. Stationsbau bitte. Abgeschlossen. Okay. Dann mal nach Konrad und Griff. Richtung da, wird gewechselt. So. Ja, machen wir mal die Werft zuerst. Wahrscheinlich dringender brauchen. So, was sind wir außerhalb dieses Magnetgürtels, ich würde sagen. Bestätigt, ja. Sternenflotte. So, jetzt ein bisschen Feind blöd, angegriffen. So versetzt. Bauen. Okay, zwei Aufklärer einfach nur. Verstanden. Noch mehr Aufklärer. Auf Gefechtsstation. Damit diese Schiffe hier eigentlich nicht umgehen können. Auf Gefechtsstation. Stationsbau begonnen. Das müsst ihr eigentlich schaffen. Sieht auch gut aus. Danach könnt ihr dann meinen Weg zur Reparatur. Ausführung nicht möglich. Warum Kurs nicht? Wird geändert. Ist ja noch im Bau, stimmt. Verstanden. Energie wird in Waffensysteme umgeleitet. Das könnte kritisch werden. Ausführung nicht möglich. Du fliegst mal weg. Bestätigt, Sternenflotte. Feind angegriffen. Richtung wird gewechselt. Kehren zur Basis zurück. Richtung wird gewechselt. Machen Sie einen Logbucheintrag. Bewacht das Schiff einfach mal. So, wie lange braucht jetzt hier die Werft noch? Sehr schön. Kehren zur Basis zurück. So, dann haben wir eine Forschungsstation. Die können wir ja mal hier hin. Am besten in der Nähe der Sternbasis. Da sitzt ein kluger Plan. So, was können wir denn schon an Schiffen bauen? Die Feind. Feind oder Saber. Sabre. Stationsbau begonnen. Bam, 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 bam. 140 zu 80 und 100. Hier würden wir noch ein bisschen Lithium-Spanne machen. Schiffsbau begonnen. Eine kleine Sechserflotte davon. Auf Gefechtsstation. So, ihr könnt weiter erkunden. Wunderbarerweise fliegen wir jetzt hier tatsächlich mit einer. Mit einem Voltscher-Verschnitt in Delta-Quadranten. Ist ja der Borg-Territorium, wo wir hier sind. Aber okay. Auf Gefechtsstation. 50.000 Lichtjahre. Bestätigt, JV. Sternenflotte. Kurs Nach wird Hause geändert. Ist ja als gut. So. Kurs wird geändert. Okay, hier oben scheint Machen Sie einen Logbucheintrag. Mr. LaForge, leiten Sie die Hilfsenergie in die Antriebe um. Machen Sie einen Logbucheintrag. Okay, hier sind Asteroiden. Machen Sie einen Logbucheintrag. Bestätigt, Sternenflotte. Kommen wir auch wieder nicht vorbei. Schiffsbau abgeschlossen. Ihr werdet verfolgt. Richtung wird gewechselt. Bestätigt, Sternenflotte. Okay, was auch immer, wo ist das jetzt hin? Bestätigt, Sternenflotte. Okay. Kehren zur Basis zurück. Nee, Kubus, nee. Feind angegriffen. Nee. Wow. Bestätigt, Sternenflotte. Setzen Sie einen neuen Kurs. Machen Sie einen Logbucheintrag. Dann lieber kollektiv Kurs alle. Kurs wird geändert. Bestätigt, Sternenflotte. Bestätigt, Sternenflotte. Ziel erfassen und Feuer. Alle Stationen, Bericht. Schiffsbau abgeschlossen. Da verdünnisiert er sich, okay. Erfassen Sie das Ziel mit allen Waffen. Auf Gefechtsstation. Okay. Mr. Data, setzen Sie Kurs auf die nächste Reparaturstation. Beamen nicht möglich. So, ich mache jetzt noch ein paar mehr von diesen Schiffsbau abgeschlossen. Die schon wir ja doch noch zu brauchen. Jetzt hier schon Kuben rumfliegen. Bestätigt, Sternenflotte. Statusbericht.
Bestätigt, Sternenflotte. Hier ein Schiff warten wir jetzt mal eben ab. Dann haben wir 6 von denen und 2 in Triples. Statusbericht. Setzen Sie einen neuen Kurs. Schiffsbau abgeschlossen. Die Feind auch gerade verloren zu haben in dem Kampf. Schade. Auf Gefechtsstation. Aber na gut. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. So, die hätten wir schon mal. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Dann machen wir mit den großen Werften gleich Schiffsbau weiter. Schiffsbau abgeschlossen. Also rechtzeitig auf die Schlachtschiffe gehen können. Bestätigt, Sternenflotte. Kommen wir nämlich mit diesen kleinen Dingern nicht wirklich so weit. Ich brauche jetzt einfach nur mal ein Kurs wird für, geändert. Ist das was Grünes? Ne, ist wahrscheinlich der Dilithium und hier. Okay, hier ist noch einer. Auch nur ein nicht unendlich. Stationsbau Schade. Begonnen. Machen Sie einen Logbucheintrag. Schiffsbau abgeschlossen. So. Auf Gefechtsstation. Bestätigt, Sternenflotte. Hier scheint noch gar nichts zu sein. Okay. Auf Gefechtsstation. Hier gibt's auch nichts. Bestätigt, Sternenflotte. Wow, 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 weg, auf weg, weg. Gefechtsstation. Energie wird in Waffensysteme umgeleitet. Feind angegriffen. Schiffsbau abgeschlossen. Kehren zur Basis zurück. Okay, nach Hause. Das ist eindeutig zu viel, was hier rumfliegt. Verstanden. Alle Stationen, Bericht. Machen Sie es so. Alter Falter. Da kommt doch Bus auf uns zu. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Wir brauchen noch ein bisschen. So, irgendeiner von euch hat gut beschädigten. Alle noch mit grünen Schilden. Schiffsbau abgeschlossen. Auf Gefechtsstation. So, da kommen sie. Erfassen Sie das Ziel mit allen Waffen. Ah, das Station ist ja wird angegriffen. Das ist sogar sehr gut. Ziel erfassen und Feuer. Verstanden. Bestätigt, Sternenflotte. Feuern Sie, wenn Sie bereit sind. Feind angegriffen. Alle Stationen, Bericht. So, den Gruß haben wir gleich. Hier oben ist was. Feuern Sie, wenn Sie bereit sind. Mr. LaForge, leiten Sie die Hilfsenergie in die Waffensysteme um. Setzen Sie einen neuen Kurs. Machen Sie es so. Verdammter Harbinger. Setzen Sie einen neuen Kurs. Erfassen Sie das Ziel mit allen Waffen. So, liebe Werft, bist du bald fertig? Sehr schön. Okay. Feuern Sie, wenn Sie bereit sind. Enterprise scheint es noch gut zu gehen. Die scheint nicht mal Ziel zu sein. Fordere zusätzliches Personal an. Feind angegriffen. Sollen wir die hinten mit diesem Kolonisationsschiff wollen? Das vergeht nicht gerade. Neuer Kurs. Zum Ziel erfassen und Feuer. Neuer Kurs. Feuern Sie, wenn Sie bereit sind. Bereiten Sie die Phaser- und Quantentorpedos vor. Neuer Kurs. Mr. Data, setzen Sie Kurs auf die nächste Reparaturstation. Okay, so, also einer, der die Intrepid-Klasse haben wir jetzt gerade verloren. Ein Großteil des Sabre. Aber gut, dann haben wir die gebraucht, die günstigen erstmal. Schon mal ganz hilfreich. So, dann gehen wir jetzt gleich über auf die Galaxy. Dann sollte uns auch nichts weiter passieren. So. Dann brauchen wir. Tendenziell eigentlich mehr Ressourcen. Setzen Sie einen neuen Kurs. Bestätigt, Sternenflotte. Demontage beginnt. Nein. Entschuldigung. Das sieht immer so gleich aus, dieses Symbol. Nicht das, sondern das, genau. Kurs wird geändert. Sehr schön. So, ihr bleibt bei der. Setzen Sie einen neuen Kurs. Homefront hier. Mr. LaForge, leiten Sie die Hilfsenergie in die Antriebe um. Schiffsbau abgeschlossen. Ist noch alles intakt. Sieht gut aus.
einfach nur tendenziell mehr Dilithium. Wir können ja auch mal einen zweiten Schiffsbau hier begonnen. Bauen. Machen wir jetzt einfach mal aus nicht vorhandenem Geiz nochmal eine zweite Werft hin. Dilithium-Raffinerie, Entschuldigung. Dann müssen die nicht erstmal um diesen Planeten rumeiern. So. Das geht gut voran. Ich hoffe, das reicht aus hier zum Schiffsbau abgeschlossen. Schiffsbau abgeschlossen. Bestätigt, Sternenflotte. So, haben wir genau gegenüber. Stationsbau perfekt begonnen. Dann brauchen wir auch keinen weiteren Frachter bauen. Haben wir drei Stück, aber es ist halt sinnfrei, das Schiff ist voll und jetzt aus unerfindlichen Gründen dreht es nicht um, sondern eiert es einmal hier um diese Mond, diesen Dilithium-Mond rum. Bringt uns natürlich nichts. So. Zweites Schiff, drittes ist gleich fertig. Sehr schön. So. Bestätigt. Und dann müssen wir uns mal irgendwas einfallen. Das ist ein logischer Befehl. Stationsbau begonnen. Schiffsbau abgeschlossen. Auf Gefechtsstation. Kannst du mal da hochgehen? So, dann machen wir mal den Kurs. Erkundung mit Galaxy-Klasse-Schiffen. Das dürfte erheblich sicherer sein. So, die Lithiumversorgung sollte gleich gedeckt sein. Alle Sektionen in Bereitschaft. Scheint einfach nur rumzugehen. Bewaffnet und bereit. Stationsbau abgeschlossen. Also langsam brauchten wir echt mal so einen kolonisationsfähigen Planeten. Kurs wird geändert. Schiffsbau abgeschlossen. Zu wenig Crew. Sag ich ja. Schiffsbau begonnen. Bestätigt, Sternenflotte. Verstanden. Ja, hier nimmt man taktische Position. Bestätigt, Sternenflotte. Ich hier so ein. Alle Sektionen in Bereitschaft. Gut, dann. Alle Sektionen in Bereitschaft. Ich lege den Bereich weiter ab. Bestätigt. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Ah. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Ich meine, wir könnten jetzt hier einfach mal sparen uns die mal eben. Dann können wir vielleicht für die obere. Ändern Sie den Kurs. Raffinerie ändern Sie den Kurs. Einfach hier vorklatschen, dann wäre die eigentlich auch safe. Bereiten Sie den Andock-Bereich vor. Sie kriegen irgendwie ein bisschen mehr Crew, so 150. Kannst du ja schon mal auf den Weg machen. Ein kluger Plan. Kursänderung. Steuermann, ein neuer Kurs. Stationsbau begonnen. Alle Sektionen in Bereitschaft. Steuermann, ein neuer Kurs. Alle Sektionen in Bereitschaft. Schiffsbau begonnen. Jetzt mal, obwohl ich es eigentlich sonst nicht tue. Sondern Kursänderung. Hier, ich finde die einfach zu schwach und die Karte Kursänderung. Im Laufe der Mission eigentlich so immer automatisch irgendwie. Aber jetzt sind die. Okay, wir haben die Cruiser 3-3A gefunden oder so. Steuermann, ein neuer Kurs. Kursänderung. Hast du einen Traktorstrahl? Nein. Bestätigt. Unterwegs. Dann holst du die mal ab, obwohl. Naja, ein komm. Kluger Plan. Alle Sektionen in Bereitschaft. Nicht gerne sie. Crew von anderen Schiffen unterzubieben, so. In Bereitschaft. Kehren zur Basis zurück. Steuermann, ein neuer Kurs. Ändern Sie den Kurs. Bewaffnet und bereit. Hier sind, ist hier unten vielleicht noch mehr? Von der. Ändern Sie den Kurs. Eine Flotte, was ist eigentlich hier hinten? Heißt du auch 3A? Nö. So, aber hier links ist noch ein Schiff. Steuermann, ein neuer Kurs. Die Magellan. Okay. Alle im Beam-Reichweite. Statusbericht. Finden Sie die nächste Werft.
Nachteil ist jetzt halt, alle Sektionen in Bereitschaft. Steuermann, halt ein neuer Kurs. Zurück. Wir brauchen wieder noch mehr Crew, die wir gar nicht haben. Ihr seht da oben, die Zahlen gehen runter. Kursänderung. Zweite Sternbasis lässt auch noch auf sich warten. Ich will das nächste Schiff mit weiteren. Ich weiß gar nicht, wie viel da aufgehen. Ich glaube 200 oder so. Die wir schon gar nicht mehr haben. Bewaffnet und bereit. Ändern Sie den Kurs. Müssen wir eigentlich mal gucken, ob die jetzt hier auf Gefechtsstation sind. Vollständig. Bewaffnet und bereit. So. Na, langt's. Gerade so. Perfekt. Stationsbau abgeschlossen. Hier oben ist noch eins. Steuermann, ein neuer Kurs. Ja, Sama. Alle Sektionen in Bereitschaft. Statusbericht. Kehren zur Basis zurück. So. Jo, bewaffnet und bereit. Deckt man den letzten Flecken noch auf. Ich glaube es nicht, dass das ein Schiff ist, aber. Okay. Bewaffnet und bereit. Ja, perfekt. Dann alle Sektionen in Bereitschaft. Steuermann, ein neuer Zweiter, Kurs. Was auch mal hier ist. Hier ist, ich habe schon gesehen, auf der Minimap ist ein. Kursänderung. Entweder der Orbit oder was ich bei der Größe schon fast eher vermute, ist ein schwarzes Loch. Ne, ein Jupiter-Klasse Planet oder J-Klasse. Metallgehalt, okay. Aber nicht bewohnbar. Schade, aber hier hätten wir zumindest eine neue Metallquelle. Kursänderung. Metall mangelt uns eh nicht so wirklich. Alle Sektionen in Bereitschaft. So. Ja, ist die Sternbasis fertig? Okay, dann können wir dir schon mal bemannen. Fordere zusätzliches Personal an. Alle Sektionen in Bereitschaft. Ändern Sie den Kurs. Ausführung nicht möglich. Borg-Basis. Ich will da jetzt auch nicht zu weit reinfliegen. Ausführung nicht möglich. Auch nicht wirklich weit. Was ist denn hier im Weg? Asteroiden. Okay. Alle Sektionen in Bereitschaft. Asteroids. Jo. Ändern Sie den Kurs. Und dann fliegt das hier einmal bis hier. Steuermann, ab, ein neuer Kurs. Ist. Okay, nochmal ein bisschen Latinum. Bewaffnet und bereit. Also Planet wäre bewaffnet und bereit. Gewesen, aber okay. So. Beginnen Sie mit einem Sensorenscan. Du wirst jetzt halt für die Aufdeckung sorgen. Könnten dich ja eigentlich mal, wenn wir schon dabei sind. Feind angegriffen. Okay. Geben Koordinaten ein. Na, du fliegst da weiter. Was soll man da? Kursänderung. Ändern Sie den Kurs. Geregelt. Ich schicke dir mal eben. Steuermann, alle Triebwerke stopp. Bleib mal da stehen. Ich denke mal auf der obersten. Sagen Sie mir, wohin ich soll. Aber da hoch. Ebene bist du noch am sichersten aufgehoben. Kursänderung. Alle Sektionen in Bereitschaft. Okay, war nur ein Aufklärer. Wenn es in derselbe war, in dem Galaxies begegnet sind, die hätten ihn eigentlich besiegen können. So. Folgen Ihnen. Dann guck du mal, was hier hinten ist. So, hier ist noch mehr atomarer Nebel. Bewaffnet und bereit. Hier ist ein Harbinger. Der flieht. Aber wie schon vermutet, wir kommen hier wahrscheinlich nicht dran vorbei. Wir können nicht einfach nach links fliegen. Da ist auch nur ein Metallplanet nochmal. Okay. Beginnen Sie mit einem Sensorenscan. Kursänderung. Fliegen mal dahin. Gucken, was da auf uns wartet. Ist echt ein Mangel. Ich finde hier noch. Ah. Ich war voll, naja. Ha, ja. Ey, du sollst hier oben bleiben. Freundchen. Folgen Ihnen. Du
Fixer nach oben geschickt, damit du so ein bisschen sicherer durch die Gegend fliegst. Beginnen Sie mit einem Sensorenscan. Harbinger fliegt an uns vorbei, kommentarlos. Kursänderung. Okay. Beginnen Sie mit einem Sensorenscan. Ein einsames... Folgen Ihnen. Fliegen wir mal genüsslich Folgen drüber. Ihnen. Okay, noch eins. Sagen Sie mir, wohin ich soll. Folgen Ihnen. Bestätigt. Unser vermisstes oder zurückgelassenes Schiff ist irgendwie im... Genau im Steuermann, ein neuer Kurs. Also mal abgesehen davon, dass wir im Delta-Quadranten sind. Nein, also ich meine hier hinter der Basis irgendwie. Das wird ja spannend. So. Dann einmal... Feind angegriffen. Beseitigen, danke sehr. Feuer, volle Kraft. Bleibst bitte ganz oben. Du wirst ja oben Bestätigt. Nicht wegbewegen. Beginnen Sie mit einem Sensorenscan. Finden Sie die nächste Werft. Ja, hier auch mal aufmunitionieren. Also. Sagen Sie mir, wohin ich soll. Bewaffnet und bereit. Da sind ein paar Sphären im Schlepptau, aber es ist jetzt egal. Zu wenig Crew. Okay. Schiffsbau begonnen. Der ist jetzt auch vollständig. Die Sternbasis ist auch vollständig. Ist noch ein Dilithium-Mond. Ich bräuchte echt einen Planeten, Freunde. Kursänderung. Ihr seht mich nicht. Okay, zwei Grünen. Aufklärer, Harbinger, Diamond. Halleluja. Spock-Empfangskomitee steht jedenfalls bereit. Feind angegriffen. Okay, sehr schön. Station wird angegriffen. Ihr braucht euch nicht hier wirklich bewegen. Das geht schon alles so, okay. Schiffsbau abgeschlossen. Zu wenig Crew. Ja, ja, ja. Crew. Wo kriegen wir Crew her? Woher nehmen wir nicht stehlen, ne? Bestätigt. Wir könnten noch eine... Das ist aber auch eine Ressourcenverschwendung irgendwie. Ja. Ihr seht, selbst mit zwei Sternbasen geht es da oben nicht so wirklich richtig schnell voran mit dem Crewaufbau. Komm, machen wir einfach hier einfach. Ein kluger Plan. Da noch einer hin und dann warten wir ab, was kommt. Ansonsten würde ich sagen, sind wir, wieso bist du schon wieder auf der untersten Ebene? Schicke ich dich diesmal versehentlich hin? Folgen Ihnen. Weißt du, dass du unten nicht sicher bist? Stationsbau begonnen. Kursänderung. So. Kursänderung. Wahrscheinlich wieder nicht weiter, da ist schon wieder irgendein Nebel im Weg, also es wird hier ein Holperakt hier. Beginnen Sie mit einem Sensorenscan. Sagen Sie mir, wohin ich soll. Ja, nicht zu weit vorstoßen. Ja, ansonsten, was ich sagen wollte, Kursänderung. Müssen wir es wahrscheinlich in der nächsten Folge dann fortsetzen. Kursänderung. Ich habe mir schon gedacht, dass es nicht so schnell gehen wird bei so einer großen Karte. Bestätigt. Weil wir sind jetzt Folgen nicht so Ihnen. Weit von ihr entfernt. Gucken wir mal, Kursänderung. Ob wir irgendwie mal zumindest einen Weg hinfinden. Sagen Sie mir, wohin ich soll. Schiff. Wobei dann ist es wahrscheinlich wieder eine Zeit abläuft, bis die Borg da eintreffen werden. Sagen Sie mir, wohin ich soll. Naja, dann machen wir es halt in der nächsten Folge. Schiffsbau begonnen. Okay, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bis dahin, Hummel, Hummel, Moos, Moos und fröhliches Weltraumschlachten.